Der Verein Musikwerkstatt an der Silberstraße lässt sich zusammen mit zahlreichen Partnern und Unterstützern, wie beispielsweise die Musikschule Schmiedl, immer wieder etwas Neues einfallen. Sie setzen sich zum Ziel, Musikbegeisterte aus der Region zu fördern und zu vernetzen. Dazu fand vom 24. bis 26. Januar ein besonderer Workshop statt. Unter dem Motto »Von den Großen lernen« kamen die Teilnehmer unter anderem mit Hans-Jürgen Czeki Reznicek, Bassist bei Silly, in Kontakt. Am Ende der drei intensiven Tage im Einklang mit der Musik bekamen die Veranstalter viel positives Feedback. Aber der Reihe nach. Wie schon einige Male zuvor sollte es wieder einen Musikworkshop geben, bei dem Wissen und Erfahrungen erweitert werden konnten. Nur diesmal gewannen die Organisatoren Dozenten, mit denen dieser Workshop etwas größer werden sollte. Nicht umsonst hieß das Motto »Von den Großen lernen«. Hochkarätige Dozenten standen in diesem Jahr an der Seite der Workshop-Teilnehmer. Das Dozententeam bestand aus Tom Rauschart, Gitarrist und Leiter der Musikschule Rauschart. Ronny Dehn, dem Schlagzeuger von Silly und East Blues Experience. Rainer Oleg am Klavier. Er ist Filmmusiker für TV und Kino sowie Produzent von unter anderem den Pudis. Magdalena May, Sängerin und Songwriterin. Sie ist für den Gesang als Vocal- und Music Coach zuständig. Markus Großmann, Tontechniker vom Musikhaus Markstein. Und Hans-Jürgen Czeki Reznicek. Er gilt als der Bassprofessor. Bekannt ist er unter anderem als Bassist bei Silly und Pankow. Er hatte Anfang der 70er Jahre begonnen, nach dem Vorbild Paul McCartney Bass zu spielen. Später studierte er an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden. Seit 1991 ist er auch Dozent an der Hochschule. Er ist Herausgeber einer Reihe von modernen Basslehrbüchern und überzeugt durch seine musikalischen Fähigkeiten und Fachwissen. Bereits ab dem 1. Dezember standen auf der Homepage zwei Lieder inklusive Notenmaterial zur Verfügung. Damit konnten interessierte Musikschüler, Musik- und Instrumentallehrer und Musiker proben. Ab dem 24. Januar 2019 sollte dann der Workshop beginnen. Drei ganz intensive Tage im Einklang mit Musik. Start war in den Räumlichkeiten der Musikschule Hartenstein und der Popakademie Bad Schlema. Dort galt es, die beiden vorbereiteten Titel in Instrumentalworkshops mit den Dozenten zu vertiefen. Am 25. Januar gab es Arrangements, Ensembleproben, Live-Soundmix und Performance-Training auf zwei Bühnen unter Anleitung des Dozententeams.
Stattgefunden hat das in Stolberg beim Art- und Event Kultschlachthof e.V. Einen Tag danach, also am 26. Januar, fand das große Abschlusskonzert mit den Dozenten statt. Zuvor gab es weitere Proben, tolle Live-Acts und einige Workshop-Teilnehmer im Vorprogramm. Denn aus den Workshop-Teilnehmern stellten die Dozenten abschließend zwei Bands zusammen, welche im Vorprogramm ihr Können auf der Bühne ebenfalls in Stolberg im Schlachthof zeigten. Und schon waren 3 Tage Musikworkshop vorbei. Gebührend gefeiert wurde das mit Rock im Schlachthof am Abend des 26. Januar. Der Veranstalter dazu: Es gab viel positives Feedback für uns, was den Weg, den wir eingeschlagen haben, nur bestätigt. Musik für alle. Wir bedanken uns bei euch, denn ohne motivierte Teilnehmer ist es nur halb so schön. Auch ein großes Dankeschön an unsere Dozenten, welche mit viel Geduld euch dahin gebracht haben, wo ihr Samstagabend zu sehen wart. Auch dem Team vom Schlachthof Stolberg und den Musikern von der Musikschule Schmiedl gilt unser besonderer Dank. Klingt nach einer durchaus gelungenen, runden Sache, die sicherlich wiederholt wird.